So, ich darf euch hier Unicorn vorstellen, der mich gebeten hat, zu sagen, dass er in einem kleinen Familienunternehmen im Bahnsektor arbeitet. Oder so. Genau. Also Unicorn erzählt euch jetzt, warum es leichter ist, ausländische Websites aufzurufen, als mit dem Zug ins Ausland zu fahren. Eine gute Frage. Viel Spaß mit Unicorn. Danke dir. Ja, komischerweise habe ich keine Speaker-Notes, aber wer braucht sowas schon? Ich habe den Vortrag ja selbst mir ausgedacht, also sollte ich wissen, was drin vorkommt, vielleicht. Freut mich, dass ihr alle da seid, trotz dem starken Konkurrenzprogramm. Sportlich. Kleine Info schon vorab, der Raum ist dann nachher ja frei und ich habe geklärt, der Mietvertrag geht bis 24 Uhr. Wir können also so lange überziehen, wie ihr wollt. Also spart euch die Fragen auf oder lasst es sein. Aber ich habe jetzt jedenfalls keinen Zeitdruck, meine 80 Folien durchzuprügeln. Also können wir ein bisschen entspannt daran gehen. So. Genau, also die Frage steht da ja noch. Ich habe in Ergänzung zum offiziellen Vortragstitel noch ein kleines Zusatzwort in den Subtext gepackt mit einem Sternchen, weil tatsächlich ist das eine Frage, die kann man mal ansprechen und das wird auch im Vortrag ein bisschen vorkommen. Momentan ist es definitiv so, wie es da steht. Mal gucken, wie lange das noch der Fall ist. Und zwar werdet ihr sehen, in beide Richtungen gedacht. Genau, und ansonsten freue ich mich, dass die Eisenbahnprogrammiernacht auf so großes Interesse stößt. Genau. Was haben wir denn so vor? Also klassisch in jedem Bahnhof gibt es natürlich auch ein Gleis 1 und da klären wir einfach, das ist das erste der 5 Kapitel und wir reden jetzt erstmal über das Internet, weil was ich ja auch in der Vortragsankündigung ein bisschen reingeschrieben habe, ist tatsächlich, wir haben zwei Netze. Wir haben das Internet und wir haben das Bahnnetz und vielleicht habe ich jetzt auch verraten, bei welchem Teil der DB ich unterwegs bin. Und tatsächlich ist es so, dass die sich ja natürlich auch unterschiedlich vom Zeitraum entwickelt haben, aber die sich sehr unterschiedlich entwickelt haben. Und deswegen haben wir momentan so, ihr könnt irgendwie leichter ein Ticket bei der französischen Bahn kaufen, weil die einfach auf die Webseite geht, als mit der französischen Bahnfahrt, weil da müsst ihr erst ins Ausland. So, und das gucken wir uns mal an, wie es ist. Und dann fangen wir mal mit Internet an. Was ist denn das Internet? Und was, wie ging das los? Also Internet habt ihr wahrscheinlich alle schon mal vielleicht gehört, dass so eins der ersten Dinger war das ARPANET. Das war das erste paketvermittelte Netzwerk. Also das hat so die ganzen Grundlagen gelegt, die wir heutzutage im Internet sehen. Und das Advanced Research Projects Agency Network, also nach der Agentur, die es sozusagen beauftragt hat, genannt. Und wie gesagt, das erste paketvermittelte Netzwerk, das heißt, ich habe jetzt meine Daten nicht mehr irgendwie über eine, ich musste nicht irgendwie jemanden anrufen, habe eine komplette Leitung belegt und das war immer eine fixe Strecke, sondern ich habe Einzelpakete gehabt, ich habe meine Daten schön verpackt, habe die auf die Reise geschickt, die konnten über verschiedene Routen fließen. Das, was wir heutzutage als eigentlich gegeben hinnehmen, hat diese Flexibilität erst ermöglicht, ein Langstreckennetzwerk zu bauen, was nicht nur eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung ist, wo ich irgendwie vorher Fahrpläne sozusagen machen muss, sondern ich kann auf einmal flexibler bauen. Da kommt auch, glaube ich, dieser Mythos her mit der Atombombensicherheit. Könnt ihr bei Wikipedia nachlesen, ist ein Mythos, aber im Kern ist der Kern schon eine gewisse Resilienz im Netzwerk zu haben und das war die Paketvermittlung. Was ist noch damals entstanden in den 60er, 70er Jahren? Unix, C, alles Dinge, die eine Demokratisierung von Wissen auch gefördert haben, die dazu geführt haben, dass es leichter war, auch zum Beispiel verschiedene Systeme zusammenzuschalten, weil es auf einmal Standardisierung gab. Genau. Und im Kern wurde halt von der Advanced Research Projects Agency wurde halt, also von der ARPA wurde die Firma, ich muss nachgucken, Bolt, Baranek und Newman beauftragt, baut mal so ein Netzwerk, erstmal am Anfang mit ein paar Forschungseinrichtungen, entwickelt man entsprechende Hardware und Software, die auch diese Paketvermittlung kann. Der Internet Message Processor war geboren, das ist ein teures Gerät, ungefähr 500.000 kostet das pro Stück, heute würden wir Router dazu sagen, war der erste. Und im Oktober 69 ging es dann auch tatsächlich los, die ersten Pakete wurden ausgetauscht zwischen Stanford und der University of California. Und ihr seht ja Dezember 69, also das ist die erste Karte, die es davon gibt. Quellen sind immer unten schön angegeben. Also ich werde die Folien auch natürlich hochladen in den Fahrplan. Das heißt, ihr dürft euch dann gerne auch danach gütlich auf die Links klicken und in irgendwelchen Rabbit Holes verschwinden, weil das sind natürlich alles sehr historische spannende Sachen, wo man sich zum Beispiel angucken kann, wie sich das ARPANET entwickelt hat. ARPANET damals auch noch nicht mit den modernen Standards, aber auch dort wurde dann in den 70ern eben der Wechsel zum Beispiel auf TCP/IP vollzogen. Also die ganze Technologie, die wir heute als gegeben hinnehmen, wurde im Prinzip anhand dieses Netzwerks entwickelt und wurde auch eingeführt.
Es wurde immer weiter erweitert. Ich habe jetzt nicht mehr Grafiken, um euch nicht mit noch mehr Folien zu benerven, aber im Kern wurde das erstmal auf Forschungseinrichtungen ausgedehnt und ab Juni 1973 gab es dann auch die erste transatlantische Verbindung. Da wurde nämlich eine Satellitenverbindung über eine Bodenstation in Schweden an das Norwegian Seismic Array angebunden. Und das Norwegian Seismic Array, das ist ein Erdbeben-Detektionsnetzwerk, was aber, und da könnt ihr euch jetzt im militärischen Hintergrund natürlich denken, was auch für die Detektion von Nuklearexplosionen notwendig war. Und demzufolge war das sozusagen das Erste, was sie an ihr Netzwerk noch zusätzlich angebunden haben. Da erkennt man deutlich den militärischen Hintergrund, der halt dem Advanced Research Project sozusagen hinten dran steht. Als sie dann schon mal sozusagen in Norwegen waren mit der Anbindung, haben sie es auch dann geschafft, über europäische Landverbindungen noch England anzubinden. Und da war dann der erste Knotenpunkt in Europa, war dann die University of London oder University College of London heißt es konkret. Und dort, von dort wurden dann auch die englischen Forschungsnetze über Terminal-Server angebunden. Aber das war die Keimzelle dessen, was wir heutzutage Internet nennen. Und ihr seht, es ist noch nicht lange her, 50 Jahre reden wir jetzt davon. Klingt eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt erwähnt, die haben schon so TCP/IP verwendet, also sind alles offene Standards. War das gegeben, dass daraus Internet wurde? Ist es klar, dass das sozusagen das ist, was wir heutzutage Internet nennen? Nein, weil tatsächlich ist das ein Forschungsnetzwerk gewesen. Das heißt, das war auch eigentlich fast nur auf Universitäten und ähnliche Forschungseinrichtungen oder wie jetzt so in Seismic Area, also halt auch Datenerfassung fokussiert. Und das war gar nicht für Endnutzer gedacht. Für Endnutzer war nämlich gar nicht diese Militärforschung zuständig, sondern wer hat denn Endnutzerdienste Paketvermittlung gemacht, um es ganz deutlich zu sagen? Na, die nationalen Postagenturen oder die nationalen Posten. Und das heißt, das, was wir als erstes für Zivilisten sozusagen hatten, was als erstes an Netzwerken existierte für den Heimgebrauch, das sah so aus. Und das war von den nationalen Posten. Ja, das die Kategorie von diesen Dingern heißt Videotext, das ist die Bezeichnung, es hat nicht Videotext wie das, was ihr im Fernseher kennt, sondern Videotext ist die Bezeichnung, wenn ihr auf Wikipedia suchen wollt. Und da sehen wir jetzt drei. Also wir haben jetzt hier Minitel, das absolut erfolgreichste Produkt aus der Klasse. Das ist das französische BTX, in der Mitte seht ihr ein BTX-Terminal, das deutsche BTX. Und rechts seht ihr Prestel, das ist das britische System. Mehr oder weniger wurde es irgendwann standardisiert von der Konferenz Europäen der Administration, die Post et Telekommunikation, also von der internationalen Post- und Telekommunikationsbehörde, also der europäischen, Entschuldigung, Behörde, die Konferenz der Verwaltung für Post und Telekommunikation. Die haben da sich Standards ausgedacht, also es gibt dann den CEPT-Standard, CEPT, CEPT 1 ist BTX, CEPT 2 ist Minitel, CEPT 3 ist Prestel, CEPT 4 ist Prestel Plus, das ist, wurde in Schweden eingesetzt, soviel ich weiß. Aber ihr merkt, es ist länderspezifisch, also BTX gab es in der Dachregion, ja, natürlich, weil das ja immer traditionell aufgrund der, der Sprache immer eng zusammenhängt. In Spanien wurde das BTX-System als Ibertex vermarktet. Frankreich, klar, Minitel. Frankreich hatte das auch einen enormen Erfolg. Also in Frankreich war das im Jahr 2000 noch mit 25 Millionen Teilnehmern der größte Online-Dienst, den es gab. Wurde auch tatsächlich international verwendet, weil es gab das auch in Irland und die haben es tatsächlich gemacht, dass sie diese Netze zusammengeschlossen haben, Frankreich und Irland. Ich weiß nicht, wie viele Iren Französisch können und wie viele Franzosen sich irren, aber im Kern war das, das war tatsächlich extrem populär und das ist auch noch lange am Leben gehalten worden. Ich habe es vergessen wann, aber es ist noch nicht so lange abgeschaltet, da habt ihr auch schon alle gelebt und ich auch. Genau. Und dann halt Prestel, England, Italien, Australien auch, also so die Crown Colonies, wie man sagt, und ehemaliges Jugoslawien war das auch im Einsatz, aber halt immer von der jeweiligen nationalen Post betrieben. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Die nationale Post war dann der Gatekeeper natürlich. Das heißt, die Services mussten an die Zentralrechner der Posten angeschlossen werden. Das heißt, du konntest nicht einfach sagen, ich halte jetzt mal einen Webserver an oder ich klicke mir bei Hetzner, Strato, wem auch immer irgendwie oder bei Uberspace natürlich, dem besten Anbieter, klicke ich mir jetzt einen Server und eine Domain dran und dann habe ich einen Dienst im Internet stehen. Das war damals nicht, sondern du musstest natürlich dann einen entsprechenden Dienstevertrag mit der Post abschließen, die dann dir halt den Service gemacht hat. Und wenn du sowas hattest, konntest du dann bei der Haspar sehr viel Geld raustragen, indem du deine eigene Webseite häufiger abrufst, deine eigene BTX-Seite natürlich. Genau, also im Kern kann man sich das denken, keine freien Netze. Zentrales Monopol, die jüngere Generation sagt Apple dazu. Und es gab auch noch andere alternative Netze.
Also in Deutschland, auch im Chaos-Umfeld, ganz bekannt natürlich die Mailboxen, also Cerberus hier vom Phoebot, also beziehungsweise von den Menschen, die jetzt auch im Phoebot sind, das Mausnet, das Fidonet, also BBS, Bulletin Board Systems, Mailboxen. Auch nicht das, was wir heute eigentlich Internet nennen. Ne? Also das waren halt Dienste, die aber heutzutage jetzt auch keine Bedeutung mehr haben. Das heißt, es zeigt euch schon, irgendwo ist das mit diesem Internet ja mal abgebogen. Ja, also wenn wir heute von Internet reden und mir ist bewusst, dass Internet nicht www ist, also müsst ihr mich nicht aufklären, aber im Kern ist das natürlich die Killer-Dienstleistung des Internets, dass wir eine globale, weltweite Informationssicht haben und das meiste, der meiste individuelle Traffic dürfte wahrscheinlich im www liegen. Also ist das ja irgendwann passiert. Wann ist das passiert? Die Geschichte dürft ihr kennen, den Namen Tim Berners-Lee habt ihr wahrscheinlich auch schon gehört. Nachdem 81 das Thema TCP/IP spezifiziert wurde, also dass es zum ersten Mal eine Trennung von dem Netzwerkschicht, von dem Internetprotokoll, von der Paketvermittlung gab und der Transportschicht, konnte ich halt auf einmal anfangen, Routing zu machen. Ich konnte flexibler Routen machen. Ich brauchte also nicht mehr zentralere Systeme und ich konnte dann halt anfangen, auch zum Beispiel, indem ich sowas wie DNS hatte, das ist 84 entwickelt worden, ging es dann los, dass ich halt auch human-readable Adressierung machen konnte und so Geschichten. Es ging also leichter. Früher war es so, die IP-Adressen wurden halt von einer Person verwaltet, ja, so im Telefonbuch mäßig. Danach konnte man das auch automatisieren. Das hat natürlich einen richtigen Skaleneffekt gebracht. Das war ein wichtiger Faktor. Ich habe also ein skalierendes Netz auf einmal gehabt. Ich habe skalierende Adressierung gehabt. Ich habe skalierendes Routing gehabt. Und jetzt kommt noch die Killer-Technologie von Tim Berners-Lee 1989. Er sitzt am CERN. Er sucht ein System, wie er Informationen seinen wissenschaftlichen Kollegen teilen kann. Es gab damals auch schon natürlich irgendwie verteilte Informationsdatenbanken, aber es gab noch nicht das, was wir heute WW nennen, also das, was wir heute Hypertext auch nennen, also ein Datenformat, was ich tatsächlich verwenden kann, um relativ einfach Inhalte zu machen. Das ist auch tatsächlich so, er hat HTTP entwickelt, er hat HTML entwickelt und er hat gleich einen Client und einen Server entwickelt. Und der Browser war damals sozusagen auch gleich der Editor, das heißt, ich konnte direkt ins Internet, wenn ich diesen Server betrieben habe, konnte ich reinschreiben, konnte die Seite verändern, meine Kollegen konnten sie direkt aufrufen. Es gab Hyperlinks, die unidirektional waren, das heißt, ich konnte einfach auf andere Informationen verlinken, ohne dass da irgendwie eine gegenseitige Vertragsbeziehung oder irgendwas herrschen musste. Das heißt, es hat zu einem explosionsartigen Wissensvernetzung geführt. Und, was aber halt auch noch extrem wichtig war, das CERN hat entschieden, dass das Ganze veröffentlicht werden darf. Also er hat seine erste Webseite, die könnt ihr übrigens immer noch im Internet abrufen, die wurde am 20. Dezember 1990 von ihm ins Internet gestellt und am 30.04.1993 wurde dann endlich vom CERN, vom Management entschieden, dass diese Technologie veröffentlicht wird, gemeinfrei wird und damit halt alle beitragen können, das dezentral ist. Das heißt, mit 93 ist sozusagen dieser Startschuss gefallen, dass alle, die wollen, Informationen ins Internet stellen können, dass alle, die wollen, eigene Seiten betreiben können. Also wir haben eine Standardisierung auf diese Sachen wie HTTP, HTML und so weiter. Wir haben eine Demokratisierung, was allen die Möglichkeit gibt und demzufolge haben wir Freiheit. Also nicht das, was die FDP meint, sondern wir haben das, wo alle was machen können. Und wozu hat das geführt? Naja, das Internet ist heute das hier. Das sieht total lustig aus, aber tatsächlich ist das das ist das Opti-Projekt und was die machen ist, die werten das komplette Border Gateway Routing Protokoll aus, vom gesamten Internet, aus vielen Feeds und machen tatsächlich eine Visualisierung von allen Routen im Internet und das heißt, hier sind irgendwie so 4 Milliarden Knoten drin in diesem Ding, das ist so 10.000 mal sonst wie viel 1.000 Pixel. Ich habe es auch verlinkt, könnt ihr euch dann angucken und was man hier sieht, ist auch ganz lustig, die Farben sind tatsächlich die Regionen der Erde, also weiß in der Mitte seht ihr, sind die ganzen Backbones, das sind die globalen Netzbetreiber, also auch so eine Amazon oder sowas oder ein, was auch immer, also die globalen Carrier. Dann haben wir Blau, ist Nordamerika, Rot, Asien, Pazifik, ich muss nachgucken, Gelb, Afrika, Grün, Europa. Und so sah das Internet am 12. Oktober 2022 aus, das ist die letzte Grafik von denen. Und da könnt ihr halt sehen, also ne, man sieht ja, da gehen einzelne Verbindungen in rein und von da werden dann Knoten aufgeteilt. Das könnt ihr euch vorstellen, da gibt es halt irgendwo ein zentrales Ding und die Unterseiten davon oder beziehungsweise die Routings von dort, also man sieht da einzelne ISPs, würde ich mal sagen, die dann halt auf die ganzen Unterseiten verlinken. Ja, also durch diese Standardisierung, durch die Demokratisierung haben wir es geschafft, dass wir halt heutzutage ein globales Netz haben, ja, was natürlich aufgrund der geografischen Verteilung immer noch sich um zentrale Knoten dreht, aber was halt jeder Querverbindung auch erlauben würde, es müsste halt nur jemand routen. So sind wir jetzt beim Internet unterwegs.
Und bevor jetzt alle hier verlangweilt den Raum verlassen, weil kein Thema Eisenbahn vorkommt, keine Sorge, wir sind an Gleis 2 angekommen. Jetzt reden wir mal über, jetzt vergleichen wir das Gleiche mal. Ich hab's getrennt, dass es für euch einfach leichter zu folgen ist, weil in meinem kaputten Hirn kann natürlich alles Sinn machen, aber ich wollte Eisenbahn und Netz jetzt mal die Geschichte zumindest trennen, deswegen kommt jetzt die Bahn. Eben hatten wir das Internet. Ja, und Gleis 2 ist das zweite von den 5 Kapiteln und hier klären wir, wie es bei der Eisenbahn aussah. Eisenbahn. Wer kann mir schnell beantworten, wo war die erste Eisenbahn in Deutschland? Ja, alle falsch, sehr gut. Ich habe es auch extra dahin gemacht. Ist aber, also lustigerweise, es ist wie beim Reinheitsgebot beim Bier, ne? Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört? Das ist halt Marketing. Also die erste Eisenbahn, Ludwigs Eisenbahn Nürnberg-Fürth, die hier auch drauf ist mit 1835, ist die erste lokbespannte Eisenbahn wahrscheinlich und ist das, worauf man sich so marketingtechnisch geeinigt hat, dass das die erste Eisenbahn in Deutschland war. Es gab aber schon vorher Eisenbahn in Deutschland zum Beispiel und das ist, also ich weiß es, ich habe jetzt keine tiefe historische Quelle gemacht, aber es gibt den Rauendaler Schiebeweg im Ruhrgebiet, wo halt schon früher auf Eisenschienen mit Eisenrädern, was eine Eisenbahn nun mal ausmacht, Kohlen transportiert wurden, das waren sogenannte Pferdebahnen oder Schiebebahnen. Die hatten halt nicht so eine schicke Lok und da war auch kein Lokführer aus England eingeflogen worden, also eingeschiffert worden. Deswegen ist irgendwie Nürnberg-Fürth, wird immer als Jubiläum der Eisenbahn gesehen, aber tatsächlich, ich bin jetzt kein Historiker, ich will jetzt nicht den Streit vom Zaun brechen, aber mir scheint, dass die Definition von Eisenbahn vielleicht da auch eine Grundlage spielt, was man als erste Eisenbahn sehen möchte. Genau. Deutschland war ein bisschen nach England, also auch in England gab es vorher schon Schiebewege, Pferdewege, Eisenwege. Das hier ist aber, was England als erste Eisenbahn bezeichnet, das ist die Stockton-Darlington Railway, wo auch zum ersten Mal sozusagen eine Eisenbahn, lokbespannte Eisenbahn war, bisschen vor Deutschland, genau. Aber tatsächlich ist nur mal dieser Raundaler Schiebeweg, der war tatsächlich schon 1787, das heißt knappe 50 Jahre vor Nürnberg-Fürth. Nur mal so als Info, das heißt, wir könnten auch schon 200 Jahre Eisenbahn feiern, wenn wir das mal richtig machen würden. Aber so, wie beim Reinheitsgebot fragt auch keiner, es gab auch vorher schon Reinheitsgebote beim Bier, aber wir haben uns auf dieses eine geeinigt, damit wir 500 Jahre in 2016 feiern können. Genau. Und außerdem ist Herr Wilson, liegt in Nürnberg auf dem Friedhof, könnt ihr also das Grab vom ersten Lokführer besuchen. Genau, das war aber so der Anfang. Wie sieht es heute aus, wenn ich mir die Eisenbahn angucke? Ja, ist doch eigentlich ganz okay. Also natürlich, es ist auf fast jedem Kontinent ist eine Eisenbahn. Ja, in der Antarktis gibt es noch keine. Marktlücke, ja, würde jetzt der BWLer sagen. Und man sieht halt auch relativ deutlich, dass sich die Eisenbahn historisch entwickelt hat anhand von, ich sag jetzt mal, Bevölkerungsdichte ist natürlich ein logischer Faktor, Wirtschaftskraft ist natürlich ein logischer Faktor, natürlich spielt auch sowas wie militärischer Nutzen eine Rolle, ja, und ich meine, natürlich in Australien brauche ich kein dichtes Eisenbahnnetz, wenn keiner in der Mitte wohnt, dann reicht mir halt eine Querverbindung zum Beispiel, kann man sehen. Ist aber ganz spannend, kann man ein bisschen rumspielen, aber im Kern sieht es auch eigentlich ganz gut aus. Das ist halt leider, das sieht jetzt total toll aus, aber wenn wir das jetzt mit dem Internet vergleichen, haben wir tatsächlich das Problem, das ist nicht die ganze Wahrheit. Was gibt es denn so für Faktoren, die sagen, dass das zwar schön aussieht, weil es sieht so aus, als wäre eine große Eisenbahn, aber ist es ja nicht so, ne? Ich meine, ihr wart ja heute auch in anderen Vorträgen wahrscheinlich, wie ich euch kenne. Was ist das most obvious? Ich glaube, Jedi hat es gleich heute Morgen um 10 Uhr erwähnt. Wir haben hier sogar Spurweite. Spurweite. Wird immer zwischen den Schienen gemessen, also ein Gleis sind ja meistens zwei Schienen, also ja, es gibt auch Einschienenbahnen, es gibt auch drei Schienengleise, aber die meisten Gleise bestehen aus zwei, die meisten Schienen, jetzt habt ihr mich verwirrt, die meisten Schienen bestehen aus zwei Gleisen und ich messe zwischen diesen, also die meisten Gleise bestehen tatsächlich aus zwei Schienen und ich messe zwischen den Schienen, dann habe ich die Spurweite. Davon gibt es halt nicht nur eine, ja, Spurweiten wäre richtiger, weil ja, wir haben da so eine schöne bunte Auswahl von relativ schmalen, so typischer Schmalspurbahn mit 60 cm Spurweite bis zu der europäischen Normalspur 1435, das kennt jeder, bis hinten halt zu den iberischen bzw. russischen Breitspuren. Und wenn man sich das auf einer Karte anguckt, zum Glück gibt es so Karten, ist eigentlich ganz spannend, sieht man halt, klar, ist regional verteilt. Ist halt ganz oft so, irgendwer hat halt mal in einem Land angefangen und wer in diesem Land angefangen hat, hat meistens den Standard gesetzt. Damals war es nicht so, dass man jetzt irgendwie dann international gedacht hat, sondern da ging es halt darum, ich brauche eine Strecke von Nürnberg nach Fürth. Ich kriege die Lok aus England,
Also habe ich zufällig die gleiche Spurweite, weil die Lok aus England nun mal diese Spurweite hat. Ja, bei Nürnberg-Fürth, die haben da am Anfang die Schienen noch aus Versehen falsch gemessen, weil das war in Fuß angegeben und die einen haben das englische Fuß und die anderen das Nürnberger Fuß, glaube ich, verwendet. Da mussten alle nochmal umnageln, aber das Problem ist schon lange passiert. Auf jeden Fall ist es jetzt so, irgendwie hat in dem Fall jetzt England, dadurch, dass sie den Lokomotivbau beherrscht haben, hat in Europa relativ stark die Spuren vorgegeben. Und andere Länder haben sich aber anders entschieden, wie man auch ganz klar sehen kann. Und das hat verschiedene Gründe. Wenn wir mal ein bisschen reinfokussieren auf Deutschland, ist es ein bisschen besser nachvollziehbar. Man sieht ja relativ, auf Europa reinfokussiert, man sieht ja relativ deutlich, wir haben natürlich Kerneuropa, ich sage jetzt mal englisch sozialisiert dazu, wo sich die 1435 tatsächlich durchgesetzt haben, nach kleinen Hiccups. Also wir sind ja jetzt hier in Karlsruhe und jetzt ist es so, Baden ist ja hier der Landkreis, die waren damals der Meinung, irgendwann im 18. Jahrhundert, dass sie ja eine andere Spur wollen. Und haben dann auch tatsächlich, ich glaube 1600 oder so, und die haben auch tatsächlich dann versucht, die anderen Länder, gerade Württemberg nebendran, davon zu überzeugen, dass es eine echt viel bessere Idee wäre, ihre Spurweite zu verwenden, obwohl die ja schon 1435 hatten, wie alle anderen deutschen Länder. Und erst nachdem sozusagen alle anderen 1435 hatten, hat Baden dann doch eingeknickt und hat innerhalb von einem Jahr alle Strecken umgespurt, damit sie auch 1435 hatten. Aber Baden hat es, sagen wir mal, versucht, da 1840 einen Standard zu setzen und sind halt daran gescheitert und mussten dann 1854, 55 alle Strecken in Baden umspuren auf 1435, wie der Rest von Deutschlands gemacht hat. Also versucht hat man es, aber durchgesetzt hat sich definitiv, ja. Aber was man auch sehen kann, das russische Zarenreich, was damals ja die Eisenbahn sozusagen in Russland gebaut hat, war mittlerweile, kann man ja auch sagen, begründet der Meinung, dass es keine gute Idee ist, potenziell feindlichen Mächten eine Direktexpressroute in die Hauptstadt zu geben, sagen wir mal vereinfacht so. Demzufolge haben sie schon von Anfang an gesagt, wir wollen nicht mit denen spielen. Auch auf der Iberischen Halbinsel kann man das sehen, da gab es ja auch politisch gesehen ein eher nicht unbedingt international ausgerichtete Regierung. Und das hat halt dazu geführt, dass die ihre eigene Sache gemacht haben, explizit, um vom Rest des Netzes getrennt zu sein. Das hat dann auch dazu geführt, gerade im Zweiten Weltkrieg, also beim Vorrücken der Wehrmacht, haben dann die Pioniere der Wehrmacht irgendwie tausende Kilometer russisches Gleis umgespurt auf 1435, damit eben der Nachschub an die Front kam. Zum Glück hat sich ja das faschistische Regime nicht durchgesetzt. Es hat leider sehr viele Menschen gekostet, aber irgendwann gab es die Rückwärtsbewegung, das heißt, Russland ist dann wieder Richtung Deutschland marschiert, hat den Zeug wieder zurückgespurt und zwar bis nach Berlin. Also es gab ja dann die Konferenz von Potsdam, wo Stalin in Berlin war und damit er mit dem Zug dahin fahren konnte, haben sie tatsächlich bis zur Berliner Ringbahn auf russische Breitspur gespurt. Ne? Wurde dann halt wieder zurückgespurt auf das übliche Maß, sonst wäre es ein bisschen nervig gewesen, die Ringbahn im anderen Format zu haben. Aber im Kern kann man sehen, das ist also sehr stark politisch auch, diese Spuren. Heutzutage wird jetzt keiner mehr auf die Idee kommen, groß umzuspuren, weil tatsächlich ist es so, dass die Aufwände natürlich enorm sind. Ich muss ja alles austauschen. Und man muss auch sagen, es gibt mittlerweile halt auch Möglichkeiten, das anders zu machen. Es gibt momentan eine Diskussion, habe ich mitbekommen im Internet, dass die das Finnland ist ja Teil der EU. Ihr seht aber historisch ganz viele, eigentlich also nahezu nur ausschließlich Verbindungen Richtung Russland. Also hat viele Gründe, meistens wirtschaftlich in dem Fall, haben halt mehr Austausch mit Russland als mit Schweden. Demzufolge eher, also es ist nicht genau eigentlich die gleiche Breitspur, aber es ist, sagen wir mal, eine kompatible Breitspur zu Russland. Und da gab es jetzt irgendwie wohl, gerade jetzt aufgrund des Angriffskriegs von Russland gegen die Ukraine, die Diskussion, dass Finnland doch bitte umspuren sollte. Wie wahrscheinlich ist das? Null, ja. Was würde es bringen? Nichts, ja, weil es fährt jetzt ja auch kein Zug von, keine Ahnung, Saragossa nach Helsinki, noch nicht. Aber im Kern sieht man, ja. Und gut, dann haben wir noch eine Sache, die wir noch erwähnt. Irland, überraschenderweise ist das auch relativ egal, weil ist eine Insel, falls ihr es noch nicht wusstet. Auf jeden Fall, da fährt jetzt auch kein Zug von Karlsruhe Hauptbahnhof hin. Durch den Brexit gibt es jetzt ja ganz viele Fährverbindungen von Frankreich nach Irland, sozusagen, dass ohne ins Ausland zu fahren, man die EU noch weiter besuchen kann. Ein Tunnel irgendwie da lang hat noch keiner nachgedacht, unter England durch. Wir haben eine Frage. Kurze Anmerkung, auf der Karte wird nur alles dargestellt, was im USM als Mainline getaggt ist, dass zum Beispiel das Test der Harper falsch waren oder andere.
Ja, die größte unter den kleinen. Ich habe auch mein Deutschland-Ticket natürlich von der Hatter Schmalspuren. Die Anmerkung ist komplett richtig. Das sind, was ihr hier seht, ist von Open Railway Map. Open Railway Map basiert auf dem Datensatz von OpenStreetMap und basiert natürlich auch auf der Datenqualität von OpenStreetMap. Und da sind nur die Haupt-, also Mainline ist der Tag in OpenStreetMap, korrekt erwähnt von dem Anmerkenden hier. Aber tatsächlich ist das jetzt für die Visualisierung, glaube ich, ausreichend. Aber der Teufel steckt im Detail. Wir haben natürlich in Deutschland auch noch viel mehr Schmalspurbahnen, wir haben Museumsbahnen, aber ich glaube, you get the picture, würde ich jetzt mal direkt sagen, wenn ihr das Bild so seht. Natürlich gibt es auch in anderen Ländern noch andere Spurweiten und andere Sachen, die sind jetzt hier nicht dargestellt. Auf der Grafik vorher tatsächlich hat man das ein bisschen gesehen, da sind nicht so lustige Punkte drauf noch. Schade, dass es doch jetzt. Bei mir zeigt das an, bei euch nicht. Na gut. Wer braucht schon Bilder? Da wollen wir hin. Also hier sieht man diese bunten Pünktchen, die auf den Ländern auch drauf sind. Die zeigen, glaube ich, die zweitwahrscheinlichste Spurweite, die es noch gibt an. Oder wenn halt signifikant andere Spurweiten noch existieren. Die Quellen sind alle angegeben. Ich kann, wenn euch das tierisch interessiert, da ins Detail abzusteigen, braucht ihr mich nicht dafür, dann könnt ihr selbst Wikipedia benutzen. Genau, aber ich glaube, wir haben den Punkt ausgesprochen. Und was man auch ein bisschen sieht, Spanien hat ja die Iberische Breitspur. Und tatsächlich haben sie bei den Neufahrstrecken, also bei den Schnellfahrstrecken, die sie jetzt bauen seit 1992, sind sie tatsächlich auf Normalspur gegangen. Aber ihr seht, 75% des Landes sind tatsächlich noch in der Iberischen Breitspur, also mit 16,68 Millimetern, also 20 Zentimeter circa breiter. Was man aber jetzt macht, ist, wenn man Gleisumbauten macht oder Neubauten, also Neubauten, Schnellfahrstrecken, Normalspur, Umbauten, baut man mittlerweile schon drei Schienengleise ein, beziehungsweise nicht drei Schienengleise, weil da bräuchte man ja sehr viel Stahl, aber man baut schon Schwellen ein, die drei Schienen tauglich sind. Das heißt, irgendwann, wenn man so relativ viel davon schon vorbereitet hat, kann man wahrscheinlich mit einer Nacht- und Nebelaktion einmal komplett die Iberische Halbinsel kostengünstiger umspuren und dann hat man eine schnelle Anbindung. Und was auch gerade passiert ist, im Baltikum oben, momentan schlecht an Europa angebunden, weil es gibt nur den sogenannten Suwalki-Gap zwischen Polen und Litauen. Der ist ein ganz dünner Landstrich, ich glaube 15 Kilometer, wo eine Linie durchführt. Eine, das ist die schwarze, die da nach Litauen reingeht. Tatsächlich wird da gerade die Rail Baltica durchgebaut. Das ist ein transeuropäisches Schienenprojekt zur Anbindung des Baltikums an Kerneuropa. Und das wird auch in 1435 gebaut, also in der europäischen Normalspur. Gibt es auch schon Pläne, dann noch einen Tunnel nach Helsinki zu bauen tatsächlich. Dass man also eine, dann hätte man eine direkte durchgehende Schienenverbindung Helsinki bis Saragossa. Oder ich glaube, das spanische, das portugiesische Schienennetz unten, da ist die äußerste Station, ist Coimbra. Sehr schön da übrigens. Genau, es gibt auch noch andere Punkte. Wir hatten jetzt Spurweiten. Hier ist noch ein viel schlimmeres Ding. Das ist das Thema Stromsysteme. Und wenn man sich das anguckt, dann fragt man sich, warum überhaupt ein Zug irgendwo über eine Grenze kommt. Weil tatsächlich ist so, jedes Land hat historisch gesehen ein eigenes Stromsystem. Und dieses eigene Stromsystem ist tatsächlich so, dass es, ich muss hier, also ihr macht mich hier verrückt, ich krieg meine Speaker-Notes nicht. Jedes Stromsystem hat historische Gründe, da wurde halt irgendwann mal angefangen, wurde von irgendeinem Ausrüster irgendwas gekauft und dann wurde halt dieses Stromsystem immer weitergebaut. Weil wenn ich einmal eine Lok gekauft habe, die Strom braucht, dann baue ich ja nicht jedes Jahr meine Schienen oder mein Oberleitungssystem, mein Stromsystem um, weil dann müsste ich ja auch alle Schienen und alle Züge und alles machen. Also ihr seht, historisch gesehen schwierig. Man erkennt zum Beispiel in Frankreich relativ gut, wo die Schnellfahrstrecken sind, die dann halt ein anderes Stromsystem haben. In Deutschland haben wir es tatsächlich so, dass das bei uns standardisiert ist. Also wir haben die 16 2 Drittel Hertz. Funktioniert also ganz gut. In Ländern, in denen halt, auch hier wieder Spanien kann man gut sehen, in denen halt ein Altbestand ist, werden dann Neubaustrecken zum Teil halt mit einem anderen Stromsystem gebaut. Es geht aber noch schlimmer. Japan, wenn man einen Vortrag über Eisenbahn hält, muss man immer Japan erwähnen, ja, weil das ist ja ganz wichtig. Ich sehe es ihr nicht. Warum auch? Jetzt seht ihr es auch. Vielleicht. Nein. Voll gut. Ich liebe es, wenn es funktioniert. Japan! Es sind auch hier, für die Anmerkenden, es sind nicht alle Linien drauf, das sind jetzt nur die Hauptlinien. Aber was man hier so ein bisschen sieht ist, holy, die haben ja ganz viele verschiedene Stromsysteme innerhalb von einem Schienennetz. Und da ist ein lustiger Punkt, Japan an sich als Land hat nämlich auch zwei Stromsysteme, weil, und das ist jetzt, I kid you not, also die haben 1895, haben die in Deutschland bei der AEG ihre ersten Generatoren für das Stromsystem von Tokio gekauft. Ah, die AEG aus Deutschland hat den 50 Hertz Stromgeneratoren geliefert.
1896 dachte sich Osaka, ey, Tokio hat Strom, will ich auch. Kaufen bei General Electric in den USA ihre Stromgeneratoren. Mit 60 Hertz. Deswegen ist heute noch so, dass ihr, wenn ihr in Japan seid, habt ihr in Tokio 50 Hertz im Stromnetz. In Osaka, also so im linken Teil von der Hauptinsel, habt ihr 60 Hertz. Bis heute so. Und dachten sich, wenn wir das im normalen Stromsystem schon haben, machen wir bei der Eisenbahn das noch komplizierter. Was hier noch nicht drauf ist, das steht auch oben, es gibt ja noch den Shinkansen in Japan, also den japanischen Schnellzug, der fährt auf eigenen Gleisen, das ist ein komplett eigenes Bahnsystem. Der hat ein eigenes Stromsystem. Ja? Das ist hier auch nicht dargestellt. Das sind nur tatsächlich die Mainlines sozusagen in Japan ohne Shinkansen. Genau, aber weil das ja noch nicht kompliziert genug ist, wir können ja noch weitermachen. Sicherungssysteme. Ist heute schon öfter mal gefallen. Tatsächlich ist es so, Sicherungssysteme ist, also das ist jetzt nicht nur, das wäre nicht nur ein Vortrag, Sicherungssysteme, also Leit- und Sicherungstechnik ist ein Ausbildungsberuf, ist ein komplettes Gewerk bei der Bahn. Ich kann jetzt wirklich nur an der Oberfläche kratzen und wahrscheinlich mache ich auch noch ganz viel falsch, weil es nicht meine Expertise. Ich will es aber mal ein bisschen einordnen zumindest und wenn ich Fehler mache, es gilt das gedachte Wort, nicht das, was ich hier ausspreche. Genau, was gibt es so für Dinger? Also wir haben verschiedene Arten von Sicherungssystemen. Ganz grobe Kategorisierung, es gibt punktförmige Sicherungssysteme, die gibt es in verschiedenen Kategorien, die wirken an einer Stelle und es gibt kontinuierliche wirkende Zugbeeinflussungssysteme mit einer kontinuierlichen Datenübertragung. Die wirken halt während der Fahrt dauerhaft. Und auch bei den punktförmigen Zugbeeinflussungssystemen habe ich dann halt jetzt noch verschiedene Kategorien. Wir haben mechanische Zugbeeinflussung, zeige ich euch gleich mal. Wir haben elektromechanische Zugbeeinflussung, zeige ich euch auch gleich mal. Wir haben magnetische Zugbeeinflussung, also mit Dauermagneten. Wir haben induktive Zugbeeinflussung, habt ihr vielleicht schon mal Indusi, ne? Induktive Zugsicherung oder auch PZB heutzutage genannt. Und es gab auch mal optische Zugbeeinflussung. Lustigerweise 1920 von Carl Zeiss und einem extrem spannenden Menschen, Wolfgang Beseler, den müsst ihr mal, da geht ihr mal in ein Rabbit Hole bei Wikipedia rein. Der hat ungefähr alles bei der Bahn mal entwickelt. Und die haben sich in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts überlegt, wir müssen irgendwas mit Optik machen, vielleicht weil Carl Zeiss Jena beteiligt war. Es wurde dann bis zum Zweiten Weltkrieg, bis 1943 haben sie es versucht und haben sie es eingestellt. Wahrscheinlich, ne, war das dann nicht das Wichtigste mehr. Genau, und kontinuierliche Zugbeeinflussung in Deutschland bekannt, vielleicht LZB, vielleicht schon mal gesehen, ich zeige es euch aber gleich nochmal. Oder auch von mir aus per Funk, also ETCS, wurde ja heute auch schon öfter mal erwähnt, ist eine Zugbeeinflussung per Funk, beziehungsweise werden Zugsicherungsbefehle auch per Funk übertragen. Gerade so was wie damit man sich das mal ein bisschen vorstellen kann, wenn ihr es sehen würdet, das ist praktisch. Ich habe keine Ahnung warum. Das nächste Mal mache ich wieder eine Reintextpräsentation. Diese Bilder, das wird sich eh nicht durchsetzen im Internet. mechanische, punktförmige Zugbeeinflussung. In so fortschrittlichen Ländern wie Berlin, ganz im Einsatz. Was wir hier sehen, ist bei der Berliner S-Bahn, das sind einfach nur Blechteile. Und wenn das Signal auf Halt steht, dann ist das Blechteil zur Schiene geklappt. Das heißt, da fährt ein Zug lang und der hat einen Hebel, der stößt dagegen und dann wird der Zug gebremst, damit er das Halt zeigende Signal nicht überfährt. Und wenn das Signal auf Fahrtbegriff ist sozusagen, dann wird das Ding zur Seite geklappt und der Zug kann ohne dagegen, also ohne dass ein Hebel umgelegt wird, fahren. Ist immer noch im Einsatz, ja, in Deutschland. Hier rechts seht ihr mein absolutes Lieblingssystem. Das ist der Crocodile. Das ist eine Drahtbürste unten am Zug und an den Schienen sind so Holzbalken. Mittlerweile eher aus Metall. Früher waren es Holzbalken, wo ein bisschen Metall drauf gedengelt wurde. Da hängt im Prinzip eine Batterie dran und da wird ein bisschen Strom angegeben. Und wenn die Bürste drüber fährt und da liegt halt irgendwie 20 Volt drauf, dann geht eine Hupe im Führerraum an. Und dann weiß der Zugführende, die Zugführende, dass sie jetzt gerade mal anhalten soll zum Beispiel. Hat aber einen kleinen Nachteil. Also während hier bei den Berliner Sperren, ja, den Bernauer Fahrsperren, die kommen aus 1920 übrigens, da kann ich ja im Zug was auslösen. Also da kann ich ja dann einfach sozusagen, wenn ich dagegen stoße, kann ich die Bremse auslösen. Kann aber leider nicht, was ich nicht kann, ich kann zu dem Zeitpunkt, weiß ich ja nicht, wie schnell der Zug ist. Also ihr habt es vielleicht vorhin, wenn in dem anderen Vortrag war, sowas, das Wort Durchrutsche, wie ich schon mal gehört. Also wenn ich einen Zug anhalte, also wenn ich voll auf die Bremse steige, dauert es ja trotzdem, bis er stehen bleibt. Und dieser sogenannte Durchrutschweg hinterm Signal, der ist natürlich auch abhängig von der Geschwindigkeit. Das heißt,
zum Beispiel diese mechanischen Fahrsperren, die sind schon darauf ausgelegt, dass die Menschen, die im Fahrzeug sitzen und das Ding steuern, mit der richtigen Geschwindigkeit da ankommen, weil wenn sie viel zu schnell darauf zuheizen, dann können sie trotzdem noch in einen anderen Zug reinrutschen, weil einfach der Durchrutschweg kürzer ist, der ihnen zur Verfügung steht, als der Halteweg, den sie brauchen. Genau. Und auch bei Crocodile, also das ist noch schwieriger, weil da kommt einfach nur ein Signal. Ja, das muss dann bestätigt werden, aber alles, was das macht, ist irgendwie auf dem Fahrtenschreiber zu markieren, dass bestätigt wurde. Also der Zug wird nicht deswegen angehalten oder irgendwas. Ist also ein Hilfsmittel für die zugführende Person, aber nicht unbedingt das, was jetzt eine inhärente Sicherheit bringen würde. Und was haben wir da noch? Etwas moderner und vielleicht auch ein gewisses Problem, dass es so gut ist. Wir haben in Deutschland noch die kontinuierliche Datenübertragung mit einem Kabellinienleiter in der Mitte des Gleises hier. Das ist die linienförmige Zugbeeinflussung. Das muss man in Deutschland nach der Eisenbahnbau- und Betriebsordnung in Strecken einbauen, wenn da eine höhere Streckengeschwindigkeit als 160 gefahren wird, weil ich auf diese Weise halt, und das Jedi hat das heute Morgen auch schon erwähnt, um 10 Uhr, falls ihr da schon wach wart, weil ich auf diese Weise tatsächlich auch Sachen wie vorausschauendes Fahren ermöglichen kann. Also ich kann halt tatsächlich bis zu, ich glaube, er hat es heute Morgen erwähnt, bis zu 32 Kilometer in die sozusagen Strecke reingucken und kann auf diese Weise halt vorausschauendes Fahren machen. Genau. Verschiedene Systeme. Es gibt noch ganz viele mehr. Wenn ihr ganz viel Zeit habt, geht auf Wikipedia Zugbeeinflussung. Da könnt ihr über jedes abstruse System was lernen. Aber ist natürlich ein Problem. Das jetzt mal so zum Ist-Stand. Jetzt gehen wir mal auf Gleis 3. Ausblick ist das dritte von 5 Kapiteln und jetzt will man mal überlegen, wo geht denn die Reise hin. Jetzt haben wir auf dem Gleis 1 steht der Zug mit dem Internet, der Geschichte und wie wir da hingekommen sind, wo wir sind. Auf Gleis 2 steht der Zug mit dem Eisenbahnsystem, wie wir da hingekommen sind, wie es aussieht. Und deswegen reden wir jetzt mal bei Gleis 3 über diese beiden Systeme. Und ich würde gerne anfangen mit dem Thema Internet, weil es ist tatsächlich so, dass wir beim Internet sehen, das, was wir als offen, demokratisch, freiheitlich erlebt haben, ist unter Bedrohung. Ja? Und keine Ahnung, wenn ihr versucht, aus Österreich heraus ZDF Live zu gucken, kriegt ihr lustige, darf ich dir nicht zeigen, Sachen. Wir haben Menschen, denen ihre Aufgabe anscheinend daran steht, die Menschheit zurückzubringen. Deswegen haben sie schon ihre eigenen Memes. Wir haben Länder wie den Iran, aber auch andere Länder, die es tatsächlich schaffen, übrigens den Vortrag kann ich auch sehr empfehlen, vom 32.3, die darauf auslegen, ihre Bevölkerung unter Kontrolle zu halten. Die Iraner sind da gar nicht die Besten, also da würde ich jetzt mal sagen, Hut ab vor China, die sind da einfach am besten. Wir haben, ich weiß noch hier, das Ding ist auf meinem Schreibtisch entstanden, das Bild, also wir haben schon 2008 irgendwie zu den damaligen Olympischen Spielen in China haben wir irgendwie eine Kampagne gemacht, wo wir Tor-Browser an Journalisten verteilt haben, um ihnen zu erklären, dass die Great Firewall und Zensur doof ist. Trotzdem stehen wir heute noch auf der Straße und müssen uns mit irgendwelchen politischen Dünnbrettbohrern auseinandersetzen, die der Meinung sind, dass wir irgendwie mit vollständiger Inhaltskontrolle irgendwie irgendwas hinkriegen. Deswegen muss ich sagen, das Internet, wie es hier auf Gleis 1 eingefahren ist, ist ein fantastisches, offenes Medium, was uns ganz viel Demokratisierung gebracht hat, was Wissen über enorme Menschen, also was enorm verteiltes Wissen, und das ist extrem unter Bedrohung. Ja. Bei der Eisenbahn ist es ein bisschen anders. Die Eisenbahn ist in einer Weise entstanden, dass sie sehr national geprägt ist, aber mittlerweile versucht, diese Grenzen halt zu überwinden. Zum Beispiel, wir hatten vorhin das Thema Spurweite. Ja, ich meine, das ist jetzt was tatsächlich, ich weiß immer noch nicht, manchmal schaltet er diesen Bildschirm weiter, manchmal schaltet er diesen Bildschirm weiter. Vielleicht ist das von der Richtung meines Dings hier abhängig. Was kann ich bei der Eisenbahn mittlerweile machen? Ja, ich kann automatisch Spurweiten verändernde Drehgestelle einbauen. Ja, die also, ihr seht hier an der Seite ist so ein gelber Hebel, den könnt ihr euch vorstellen, der fährt dann eine Führung entlang und dann kann ich halt während der Fahrt, natürlich in der langsamen Fahrt, ja, kann ich aber von einer
Einspurweite auf eine andere Spurweite wechseln. Ist in der Schweiz im Einsatz, um von Normalspur auf Schmalspur zu wechseln. Ist in Spanien im Einsatz, also Talgo baut so Systeme, um halt von den spanischen Breitspurgleisen auf die neuen Normalspurgleise zu wechseln. Das heißt, diese mechanische Problematik, dass der Zug halt nicht auf die Schiene passt, ist mittlerweile lösbar. Früher hat man das irgendwie komplette Wagenkästen hochheben müssen und die Drehgestelle tauschen. Mittlerweile gibt es so Lösungen, die es tatsächlich schaffen, einen Zug auf verschiedenen Spurweiten fahren zu lassen. Und das auch noch ohne, dass ein Mensch da irgendwas machen muss, weil das Pferd einfach wird halt über mechanische Schienen. Auch super spannend, gibt es natürlich Videos, wollte ich es jetzt nicht zeigen, aber ihr seht das Prinzip. Was gibt es noch? Ja, wir haben hier unser neues Flaggschiff, den ICE 3 Neo. Wie er von Siemens genannt wird, ist der, also die, das ist die Baureihe 408 in der deutschen Bahnklassifikatur, 320 km/h Spitze, wunderschön. Siemens Mobility, der Hersteller des Zuges, sagt dazu Velaro MS. MS steht für Multisystem, weil das Ding hat, kann auf vier verschiedenen Stromsystemen fahren. Momentan wird er halt eingesetzt, er hat eine Zulassung in Deutschland, Belgien und Niederlanden, das heißt, der wird halt eingesetzt auf den Routen da, ich glaube momentan nur bis nach Richtung Brüssel, ich glaube, er fährt noch nicht nach Amsterdam, ich bin mir jetzt nicht so betrieblich sicher, wo er genau gerade eingesetzt wird, aber er soll diese ICE-Linien Richtung Belgien, Richtung Niederlande soll entlasten und dazu hat er halt diese verschiedenen Stromsysteme eingebaut, dass er einfach an der Grenze, da ist dann halt irgendwo die Schaltstelle und dann wird er halt mit einem anderen Stromsystem betrieben. Das heißt, ich kann technisch diese historisch gewachsene Limitierung von Stromsystemen umgehen. Das heißt, ich kann es tatsächlich schaffen, grenzüberschreitend zu fahren damit. Das war das zweite Thema Stromsystem. Das dritte Thema, falls ihr euch erinnert, war das Thema Zugbeeinflussung. Und das ist jetzt so ein bisschen schwierig, weil da hatten wir heute schon, glaube ich, 5 Vorträge dazu. Lustigerweise hat niemand so ein Bild gezeigt. Ich auch nicht, wie ihr seht. Ich versuche es trotzdem nochmal. Ja, weil das sind, das war heute, ich glaube, dieses Wort Eurobalise ist heute 400 Mal gefallen. Das sind Eurobalisen. So sehen die aus. Die werden im Gleis verschraubt. Ja, Klugscheißer. Ich meine, Alvin hat heute einen Vortrag gehalten, falls ihr euch mit ETCS, dem European Train Control System, mal beschäftigen wollt, beziehungsweise was nicht funktioniert, damit beschäftigen wollt, dann müsst ihr Alvins Vorträge gucken. Aber im Kern ist die Idee, und das steckt ja schon im Namen, European Train Control System, ist tatsächlich die Idee von der EU, dass das Thema Zugbeeinflussung oder Zugsicherungssysteme international, also europaweit standardisiert wird. Das heißt, ich kann theoretisch, wenn ich einen ETCS-Zug habe, und das ist das erklärte Ziel und das soll auch so gemacht werden, es ging ja heute, also Jedi hatte heute Morgen hatte dieses Thema ScanMed-Korridor erwähnt, Skandinavien-Mittelmeer. Das heißt, die Idee ist tatsächlich, wenn dieser ScanMed-Korridor mit ETCS ausgerüstet wird, dass ich halt den Zug irgendwo im Mittelmeerraum starte, Hafen Genua oder so, und kann den dann halt, was weiß ich, an Hamburger Hafen fahren oder noch weiterfahren, weil ich nicht verschiedene Zugbeeinflussungssysteme in den Zug einbauen muss. Ihr habt ja vorhin dieses Crocodile mit der Drahtbürste gesehen. Also natürlich kann ich jetzt auch schon Züge bauen, wo ich einfach jedes dieser Dinge einbaue. Das heißt, ich muss für jedes komische Zugsicherungssystem Antenne, Sensorik, Logik im Programm, also im Bordcomputer sozusagen drin haben. Wenn ich ETCS habe, brauche ich theoretisch nur einmal ETCS einbauen. Theoretisch. Experten wissen, dass das nicht ganz so der Fall ist, aber die Idee dahinter ist jedenfalls, dass ich sozusagen ein standardisiertes, europaweites Zugsicherungssystem habe. Das heißt, wir haben das Spurweitenproblem, naja, ich sage jetzt nicht gelöst, weil es reicht jetzt natürlich nicht, um jeden ICE mit 400 mit so einer, wahrscheinlich können diese Drehgrenze nicht diese Geschwindigkeiten. Ich habe das Thema Stromsystem, ist lösbar, es ist halt mit, ich brauche dann halt intelligentere Züge, ich brauche halt irgendwie intelligentere Schaltsysteme, die halt mir erlauben, mit verschiedenen Systemen zu fahren. Und das System, also das Zugsicherungssystem, ich sag mal, ist auch gelöst und ich bin mir sicher, in den nächsten 20 Jahren werden wir das auch hinkriegen, irgendwie mal auf die Strecke zu bringen. Von daher sieht das eigentlich, wenn ich jetzt mal ganz einfaches sagen würde, sieht es ja fast besser aus bei der Eisenbahn jetzt als im Internet. Also die Bewegung hier ist zwar, also wir starten da zwar auf einem sehr nationalistischen oder national geprägten Niveau, wir bewegen uns aber in einer Internationalisierung rein. Das Internet als ein globales Netzwerk bewegt sich in den letzten Jahren leider ganz oft, gerade auf der politischen Diskussionsebene, in eine eher national geprägte Sache. Also auch die EU-DSGVO, falls ihr euch da noch erinnert, das ist ein großartiges Gesetz, was wichtige Rechte, Menschenrechte wie Datenschutz mal wirksam durchsetzbar macht. Wozu hat das geführt? Ja, ihr konntet dann irgendwie bei der Los Angeles Times nicht mehr auf die Seite, weil ihr gesagt habt, du kommst aus der EU, dich lasse ich nicht rein, weil sonst müssten wir irgendwie DSGVO machen. Und deswegen, also interessanterweise, das offene Internet geht gerade in eine Nationalbewegung oder in eine eher eingeschränktere Bewegung, was wir auch schon seit Jahren kritisieren und an verschiedensten Fronten versuchen zu bekämpfen. Das national historisch gewachsene Bahnnetz bewegt sich gerade
sehr schwerwiegend langsam, ich glaube, das Wort langsam ist im Bahnkontext oft schon gefallen, in Richtung Internationalisierung. Also es sieht auf jeden Fall sehr gut aus und das macht halt auch gerade sehr spannend, in dem Sektor dabei zu sein, weil sehr viele Sachen gerade passieren. Genau. So, keine Angst, Gleis 4 ist nur ein Durchfahrtsgleis. Gleis 5. Gleis 5 ist dann so das Fazit. Ich habe es ja gerade schon ein bisschen vorweggenommen. Ja, im Eisenbahnsektor ist grenzüberschreitender Verkehr, ich will es jetzt nicht sagen, ich sage die Abkürzung PITA, ja, aber es macht keinen großen Spaß. Wenn ihr die ganzen schlimmen Leiden mal im Detail verstehen wollt, kann ich euch empfehlen, dass ihr John Worth euch anguckt. Wer ihn noch nicht kennt, ich hoffe, viele kennen ihn schon. John, ein netter Typ. Warum auch immer hat er sich die Lebensaufgabe gesetzt, so Sachen wie grenzüberschreitenden Bahnverkehr versuchen zu verbessern. Das hat dazu geführt, dass er letztes Jahr irgendwie, ich weiß nicht wie viele Tage, in jede europäische Binnengrenze mit dem Zug versucht hat zu überqueren. Dieses Jahr versucht er jeden deutschen Bahnübergang, jede sozusagen von Deutschland in die Nachbarländer existierende Bahnstrecke abzufahren, hat er jetzt auch schon geschafft, hat er im Mai gemacht, ja. Ihr seht hier die Statistiken und er dokumentiert das jeden Tag auf Mastodon, was da schief geht und warum das so schlimm ist. Und manchmal ist es wirklich abstrus, welche simplen Sachen die Lösung bringen würden. An anderen Stellen ist es so, dass halt, keine Ahnung, Eisenbahnstrecken gar nicht mehr existieren und deswegen halt auch nicht mehr aufgebaut, also wäre der Wiederaufbau extrem langwierig, zeitintensiv. Aber wenn ihr da mal reingehen wollt, guckt euch das an. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die, wo man mit sehr viel Fazipalmierung durch muss. Aber dennoch gibt es, jedenfalls in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, ist auch heute schon öfter gefallen, das Thema digitale Schiene Deutschland, wo wir irgendwie werbewirksam automatisch Zug auf unsere Züge draufschreiben können, wo wir tatsächlich versuchen, das Eisenbahnsystem in das 20. Jahrhundert, ins 21. Jahrhundert zu bringen, indem halt diese ganzen Sachen, die in der Historie so gelaufen sind, jetzt mal auf den Stand von, was wir in der IT schon lange kennen, gebracht werden. Das heißt, es geht darum, Digitalisierung von Stellwerken, es geht darum, dass man halt auch, das wurde heute auch schon angesprochen, technische Lösungen entwickelt, die uns helfen, den demografischen Wandel zu überleben. Weil ihr müsst verstehen, im Bahnsektor sind viele Menschen, die schon sehr lange tolle Arbeit im Bahnsektor leisten. Das heißt aber, sie machen die nicht mehr lange, weil dann dürfen sie in der Rente sein. Und das sorgt dafür, dass wir einen extremen Druck haben, die sehr vielen manuellen Dinge, die bei der Bahn so passieren, in einer Weise zu automatisieren, dass es immer noch sicher ist, wir aber mit weniger Menschen hinbekommen, das zu machen. Sonst haben wir irgendwann das Problem, dass auf der Schwäbischen Alb keine Züge mehr fahren, weil keine Zugführer da sind, keine Stellwerksmitarbeitenden, keine Fahrdienstleiter. Weil wenn ich für jedes Stellwerk eine Besatzung brauche, dann wird es halt weniger. Und das kriegen wir jetzt schon mit. Deswegen haben wir Probleme und das kriegen wir tatsächlich nur mit Technik löst dieses Problem. Also wir werden jetzt, egal mit wie viel Zuwanderung, selbst wenn wir es mal hinkriegen würden, eine moderne Migrationspolitik zu haben und nicht diese rechtskonservative Asyldebatten führen müssten, würden wir es nicht hinkriegen, das System Bahn mit der momentan benutzten Menschenkraft noch am Leben zu halten, weil es einfach ein sehr aufwandbetriebenes System ist in der aktuellen Form, weil es alles sehr einzelgliedrig ist, es ist nichts vernetzt. Und das heißt, wir müssen zentralisieren, wir müssen standardisieren, wir müssen digitalisieren, dass wir halt Kollege Computer nutzen können, um die Bahn besser zu machen und schneller zu machen. Auch, weil, auch das war heute schon in den Vorträgen drin, auch weil wir ja versuchen wollen, mehr Kapazität auf die Schiene zu bringen. Vielleicht haben wir dann noch eine Chance, die Klimakatastrophe zumindest nicht ganz so schlimm werden zu lassen. Weil, das kann man auch sagen, die Eisenbahn ist schon ein ziemlich cooler ökologischer Verkehrsträger. Ja, ich habe so ein Standardvideo von der digitalen Schiene verlinkt, da kann man sich das nochmal angucken. Aber tatsächlich ist es wirklich so, dass man da eine Menge bewegen kann aktuell. Kann ich nur für Werbung machen. Also es muss jetzt nicht bei der Deutschen Bahn sein, aber der Eisenbahnsektor insgesamt ist tatsächlich ein sehr spannendes Ding. Falls hier noch irgendjemand ist, der noch nicht bei der Bahn arbeitet, wisst das jetzt. Genau. Das war so das eine. Jetzt habe ich aber in meiner Vortragsankündigung auch, ich glaube, ich habe noch 10 Minuten, ne? Sehr gut. Dann kann ich nämlich tatsächlich noch den Bonus-Content liefern, den ich in der Vortragsankündigung angeboten habe. Ich habe ja gesagt, es gibt tatsächlich auch heute schon
internationale Zuggattung. Die kann man auch jetzt schon fahren, grenzüberschreitend fahren. Und wer hätte es gedacht, was es wohl ist? Natürlich das wichtigste Thema, Nachtzüge. Ja? Nachtzüge heißt, ich habe einen Wagen, in den steige ich ein. Und nach sehr, sehr langer Zeit steige ich aus diesem Wagen in einem ganz anderen Land wieder aus. Warum klappt das? Warum klappt das und warum klappt es nicht mit dem ICE? Ja? Das hat zwei Faktoren. Das eine ist, ich habe jetzt mal den Optima Express rausgesucht. Ich glaube, das ist der Nachtzug, den ich kenne mit den häufigsten Lokwechseln und den häufigsten Ländergrenzen. Es kann auch sein, dass ich habe jetzt nicht versucht, im Detail zu recherchieren, aber ich vermute, das dürfte der sein. Ja, und ihr seht jetzt zwei Sachen. Hier rechts oben seht ihr die Zulassungstafel von diesem Wagen. Also das ist ein Wagen, nicht die Lok, sondern ein Wagen. Und der hat ganz viele Betreiber, in denen er zugelassen ist. Also Bulgarien, Österreich, Mazedonien, Schweiz. Das heißt, dieser Wagen darf in diesen ganzen Ländern fahren. Das ist schon mal wichtig. Weil ich brauche eine Zulassung für ein Land, damit ich diesen Wagen da fahren darf. Der hat noch einen anderen Faktor, dieser Zug. Ganz viele Loks. Insgesamt 6 Lokwechsel, wenn ich es richtig weiß. Eigentlich an jeder Ländergrenze wird das Ding umgespannt und es wird halt eine neue Lok dran gehängt, die dann halt in dem jeweiligen Land fährt. Das führt aber dazu, dass ihr es tatsächlich schaffen könnt. Ihr könnt in Villach in Österreich einsteigen, inklusive Autoverladung. Also der Zug ist tatsächlich, der fährt in die Türkei und ihr könnt da in Villach das Auto drauffahren. Und der fährt euch dann, ich glaube in, oh jetzt muss ich lügen, ich weiß gar nicht, wie lange fährt denn der, 32 Stunden oder so? 16 Stunden? Nee, 16 wird nicht reichen, 32 Stunden wahrscheinlich eher. Fährt der bis nach Edirne, das ist so der Gateway in die Türkei. Ja. Und dann steigt er mit dem Auto wieder aus und seid angekommen. Und wie gesagt, ihr kriegt es natürlich mit, weil es ruckelt ja schon, aber es funktioniert halt, weil die jeweiligen Loks, die nur in dem jeweiligen Land zugelassen sind, eben immer gewechselt werden an der Grenze. Ihr kriegt es auch so mit, weil ihr fast an jeder Grenze geweckt werdet, damit ihr Passformalitäten machen müsst. Das ist leider, irgendwer hat sich das mit diesen Nationalstaaten mal ausgedacht. Tolle Idee, danke du Pellner. Aber auf jeden Fall sorgt das jetzt dafür, dass ihr auch nachts um 3 da mal schön von irgendwelchen Zöllnern geweckt werdet, um zu beweisen, dass ihr die seid, die in diesem Zettel drin stehen. Genau, aber ist auf jeden Fall spannend und Nachtzüge generell kann man nur Werbung für machen. Fantastisches Zeug, macht sehr viel Spaß, außer in Japan. Das ist der Sunrise Express. Den bin ich im April jetzt gefahren. Das ist der einzige Nachtzug, den es noch in Japan gibt. Und dazu muss man wissen, also das ist ein Flügelzug. Was man hier unten sieht, ist irgendwie um 23 Uhr nachts stehen dann ganz viele komische Bahnnerds am Bahnsteig und gucken zu, wie die beiden Flügel zusammengesteckt werden. Ja, ganz wichtiges Erlebnis. Ja, er hat eine Dusche. Das ist auch tatsächlich ein sehr cooler Teil, diese Dusche. Außer, dass sie morgens dann leer ist und keiner mehr duschen kann. Schade. Und er hat auch tolle Decken, tolle Betten. Ja, das ist die Luxuskabine, die man leider aus dem Ausland nicht buchen kann. Zum Glück hatte ich Kontakte nach Japan und diese Person hat sich netterweise in die Schlange gestellt und hat sozusagen einen Monat vor Abfahrt des Zuges geschafft, diese blöde Kabine zu buchen, weil die tauchen auf den mittlerweile existierenden englischen Webseiten gar nicht als buchbar auf und Japan ist, also da können wir auch stundenlange Vorträge drüber machen, wie schlimm es ist, aus dem Ausland versuchen, Dienstleistungen in Japan zu kaufen. Gerade im Eisenbahnsektor. Genau, aber die Kabine sieht ja ganz toll aus, also die ist groß mit einem Waschbecken, ein großes Bett und so. Aber ich weiß nicht, wer ist denn schon mal in Europa mit dem Nachtzug gefahren? Boah, Bahnbubble. fällt jemandem was bei diesem Bett auf? Nein, nicht die Farbe. Längs. Es ist längs, genau. In Europa sind die meisten Betten, also ich kenne gar keine anderen, quer zur Fahrtrichtung eingebaut, quer zur Schiene. Was enorm toll ist, weil tendenziell schwankt ein Zug eher nach links und rechts. Und ein Zug schwankt auch noch mehr nach links und rechts, wenn er auf einer japanischen Meterspur unterwegs ist. Ja? Und in Japan sind traditionell so Matratzen natürlich auch ziemlich hart. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, dass ihr die ganze Nacht einfach nur von links nach rechts rollt und sicherlich nicht schlafen werdet. Ja? Und außerdem hat sich Japan irgendwie, warum auch immer, entschieden, die Schienen werden geschraubt und nicht verschweißt, also außer bei den Shinkansen, aber bei den Hauptstrecken, die werden verschraubt. Das heißt, alle 25 Meter in Japan hast du einen Schienenstoß, also Schienen, die aufeinander stoßen. Und macht duck, 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 alle 25 Meter. Demzufolge kann ich es nicht unbedingt empfehlen, in Japan Nachtzug zu fahren, auch wenn es natürlich ein Once-in-a-Lifetime-Ding ist und ihr es eh machen werdet, aber im Kern ist der wichtigste Tipp ist, wenn ihr das wirklich machen wollt,
versucht davor oder nachzuschlafen. Und sucht euch irgendjemanden in Japan, der euch diese Tickets besorgen kann, weil sonst wird es schwierig. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie lange der Zug noch fährt, weil in Japan gab es früher ganz, ganz viele Nachtzüge. Durch den Shinkansen sind die eigentlich alle obsolet geworden. Das ist der letzte, den es noch gibt. Und ich würde jetzt mal sagen, in Japan gibt es so diese Geschichte, normalerweise sind die Sachen alle top gepflegt, aber wenn man so Sachen sieht, die dann irgendwie so ein bisschen nicht mehr ganz top gepflegt wirken, dann ist so tendenziell ein Zeichen, dass es auch nicht mehr lange fährt. Und ja, ist der nächste Zug, der gleich zu sehen ist, ist nämlich genau das gleiche Beispiel. Den gibt es auch schon lange und der fährt wahrscheinlich auch nicht mehr lange. Genau, das war das. Ich hoffe, irgendjemand hat verstanden, dass der Bonus-Content auf Gleis 25 angesiedelt ist. Leute, die den Frankfurter Hauptbahnhof kennen, kennen die Referenz. Ich würde trotzdem nicht empfehlen, in die Kneipe reinzugehen. Aber genau. Ansonsten bedanke ich mich sehr für eure Aufmerksamkeit. Es wäre auch zu einfach, wenn das einmal funktionieren würde. Genau. Wenn ihr noch irgendwas von mir wissen wollt, ich habe meine E-Mail-Adresse wenigstens mal angegeben. Außerdem bin ich, also Bahnbubble finde ich auch einen lustigen Begriff. Ich sage immer Schließfach Ultras dazu. Finde ich cooler. Dürft euch gerne anschließen. Wir haben auch unsere eigene Gang-Zeichen. Und ansonsten, falls ihr noch nicht bei der Bahn arbeitet, könnt ihr auch diese Domain benutzen. Dann findet ihr Jobs in dem Bereich. Genau. Das dazu. Und ich habe bestimmt alle Fragen beantwortet. Ich muss mich entschuldigen, dass ich jetzt einen Parforce-Ritt durch einmal das komplette Internet und einmal die komplette Bahn gemacht habe und das in einer Stunde. Also dafür danke, dass ihr aufmerksam geblieben seid, aber ist natürlich sehr viel auf der Strecke geblieben, überraschenderweise. Es war jetzt nicht alles im Detail und ich hoffe, ihr habt es auch verstanden, dass ich es etwas lustiger gemacht habe. Deswegen freut mich, dass ihr zugehört habt und schießt los, wenn noch irgendwas offen geblieben ist. Genau, erstmal danke Unicorn. Ich sehe, es werden Fragen geben und ich lasse euch auch ein bisschen was mehr Zeit dafür. Keine Frage, aber eine kurze Ergänzung, weil du die Hamburger S-Bahn gezeigt hast. Was für mich neu war. Die Berliner S-Bahn waren die Fahrsperren. Hamburger hat es. Die ETCS-Selbstfahrende. Was für mich ganz interessant war, habe ich vor einigen Jahren gelernt, ein wesentlicher Grund, warum man das automatisieren möchte, ist natürlich auch Personal einsparen, immer wichtig, kommerziell. Aber das Problem ist, dass du ab einer bestimmten Zugfolge die Signale so eng aufstellen musst, dass der Lokführer immer auf ein rot zeigendes Signal zufährt, das in allerletzter Sekunde grün wird. Außer wenn es das nicht wird und dann muss er quasi eine Vollbremsung hinlegen. Und das wird so stressig, das kann man keinem Menschen zumuten. Deswegen, wenn man tatsächlich so im Minutentakt schnell fahren können will, dann geht das tatsächlich am Ende nur noch automatisch. Ja, ich meine, ich kann jetzt nicht mit meinem Arbeitgeber widersprechen, aber es gab heute einen Vortrag, ich glaube, das war der Digitalisierungsvortrag von Jedi, wo er dargestellt hat, dass es in München S-Bahn mit 2-Minuten-Taktung gibt, die kein, also die das auch mit Signalen hinkriegen. Genau. Erstmal die arbeitende Bevölkerung. Ja, die arbeitende Bevölkerung. Vielen Dank für die Begleitung hier vom Videocrew. Dann dürft ihr auch Fragen stellen. Ja, ich wollte nur sagen, auf dem Bild von dem ICE 3 Neo, da hat sich noch ein weiteres Detail versteckt. Ich meine, ob du es mal kurz aufrufen kannst, bevor. Also, ob ich es kann. Ja. Sehr optimistisch. Was auch dem europäischen Verbündeten, ja, jetzt will es wieder mal gar nicht mehr, aber kein Problem, das wird jetzt auch. Was sich auch diesem europäischen verbindenden Netz dann auch noch etwas gegenstellt, nämlich neben Zugsicherung und Spurweiten und so weiter. Schaut mal neben die Bugnase, da ist so ein kleines Symbol, wo so ein G1 dasteht. Mhm. Das ist das Lichtraumprofil. Das ist nämlich auch noch unterschiedlich. Also ein Zug, der entsprechend da durch will und der in einen Grenzbahnhof einfahren will, muss jetzt mittlerweile dieses Zeichen haben, ansonsten darf er da nämlich gar nicht rein. Welche U-Bahn im Ruhrgebiet war das, die aus Versehen zu breite Züge für die Bahnsteige gekauft haben? Nein, besser gesagt, da war die Stadt das Problem. Also es gab schon ab und zu mal. Und die haben das falsch bestellt. Echt fiese Lackkratzer, muss ich sagen. Also, weil so ein Bahnsteig ist doch härter. Aber also, vielen Dank für die Anmerkung. Die Anmerkung ist komplett richtig. Lichtraumprofil ist auch ein Ding. Gerade zum Beispiel Skandinavien hat ein ganz großes Lichtraumprofil. Deswegen gibt es zum Beispiel in Finnland die geilsten Nachtzüge, weil die haben richtig dicke, schöne Wagen. Aber es gibt auch noch mehr Sachen. Also ich habe jetzt auch das ganze Thema Sprache vom Zugpersonal ist ja auch so ein Faktor, weil natürlich müssen die auch die jeweilige Landessprache können, damit sie mit der jeweiligen Fahrdienstleitung sprechen können.
Es gibt an jedem Grenzübergang, an jeder Strecke, die die Grenze überschreitet, gibt es irgendwie eigene betriebliche Regeln, ab wann welches Land wie zuständig ist. Also das ist alles einzelverhandelt. Da gibt es kein jetzt irgendwie, wir fahren bis zu einem bestimmten Signal. Und ist, also da gibt es harte Verhandlungen, bis wo welche Zugsicherung greift und so Geschichten. Das ist natürlich viel komplexer, als ich jetzt in einem unterhaltsamen Vortrag dargestellt habe. Aber mit den Fragen steigt ihr schon, da gibt es viel zu tun. Und, wollt ihr nur sagen, falls sich jemand wundert, was das da unten bedeutet? Also der Einwurf war jetzt noch für den Stream, jetzt wisst ihr, was das ist, wollte es nur eingeworfen haben. Eine Bitte an den Raum, das sind alles ganz coole Themen und wir wollen uns alle ganz toll unterhalten, aber solange wir noch im Stream sind, bitte gebt den Leuten auch die Möglichkeit, etwas zu verstehen und unterhaltet euch danach ein bisschen was weiter oder stellt die Fragen laut. Jetzt, das war jetzt praktisch das ganze Technische, aber ein Thema, was es ja, soweit ich weiß, auch gibt, ist das Thema, wie buche ich das eigentlich? also wenn ich jetzt zum Beispiel hier im DB-Navigator nach Utrecht fahren will, funktioniert das ganz gut, das kann ich direkt kaufen. Wenn ich jetzt nach Madrid will, dann muss ich irgendwie bei drei verschiedenen schauen, wo ich mir das besorge. Gibt es da in irgendeiner Form Fortschritt? Jein. Also die, also ich bin jetzt ja nicht im Ticketing. Ich habe das Thema auch ausgeklammert, weil es echt komplex ist und würde jetzt auch, wäre ein eigener Vortrag. Ich kann da jetzt keine Stellung zu beziehen, aber man gewinnt den Eindruck, dass es so ist, auch die Bahnsysteme und die Leute, die die Tickets verkaufen, sind ja die nationalen Staatsbahnen gewesen. Und die waren schon relativ glücklich damit, dass sie halt in ihrem Land ihre Tickets verkauft haben und sie keine Konkurrenz hatten, würde ich mal vorsichtig sagen, weil dann kann ich halt die Preisgestaltung auch sehr eigeninteressant gestalten. Und das heißt, dieses sehr Ticketing war auch ein sehr national geprägtes Ding und das hat dazu geführt, dass es wenig Anreiz gab. Die EU möchte das jetzt machen, auch sowas wie Through-Ticketing, also dass wenn ich zum Beispiel mehrere Züge hintereinander mache, dann habe ich ja für die ganze Reise eigentlich Fahrgastrechte. Es gibt aber Situationen, und da ist auch die Deutsche Bahn beteiligt durchaus, wo ich nicht durchgehende Ticketverbindung buchen kann, sondern wo ich dann irgendwie bis zu einem bestimmten Punkt buchen muss und dann muss ich ein Anschlussticket buchen. Wenn ich aber an dem Anschlusspunkt sozusagen zu spät ankomme und meinen zukünftigen Zug nicht erreiche, da habe ich halt Pech gehabt, weil da habe ich keine Fahrgastrechte nach der EU-Definition. Und das sind also sehr viele Faktoren, das hat die EU jetzt verstanden. Ich habe ein persönliches Beispiel, ich war dieses Jahr mit dem Zug in England und ich habe ein Reisebüro damit beauftragt, weil es eine Firmenreise war und die konnten das nicht buchen, bis sie es dann als Flugreise gebucht haben. Und dann habe ich gelernt dieses Jahr, dass internationale Bahnhöfe auch einen Flughafencode haben. Und die haben mir dann einen Flug von Brüssel Midi nach London St. Pancras International gebucht, ja, mit Flughöhe 0. Ja, das war früher mal ein Werbeclaim bei der Deutschen Bahn für die Lufthansa Express. Gibt es heute immer noch. Es war sogar Flughöhe unter 0, was ist ja durch den Eurotunnel gegangen. Aber also wenn sozusagen eine spezialisierte Reiseagentur darauf zurückgreifen muss, dass sie das internationale Flugbuchungsportal nutzen muss, um eine Zugverbindung zu buchen, dann scheint mir da Potenzial zu sein, das zu verbessern. Das ist vielleicht, können wir es so formulieren. Aber wäre auch ein super spannender Vortrag. Auch da, wenn ihr so der Zugbubble auf Mastodon, also Sebastian Wilken wäre da noch zu nennen, John Worth habe ich schon, die sind auch eh alle vernetzt, das heißt, die findet man dann durch Retroids eh ziemlich gut. Da kommen auch echt ab und zu mal abstruse Beispiele fürs Ticketing raus. Gerade John, der viel international unterwegs ist, hat jeden zweiten Tag so Beispiele, wo er sagt, das kann nicht sein. Aber das war doch gerade einfach nur Brexit, das ist doch ganz logisch, oder? Nee, es war noch schlimmer, das ist, weil Eurostar, also der Betreiber von den Zügen durch den Tunnel, wurde von der Firma TARDIS aufgekauft und das hat zu Ticketing-Problemen geführt, dass keiner mehr da Tickets buchen konnte. Also ganz lustig, weil die ihre Schnittstellen nicht mehr bedienen konnten. Ja, aber coole Frage, also Ticketing, Eisenbahn, ich meine, ich wäre da jetzt nicht der Experte, aber es wäre ein Thema, wo man auch super spannende Vorträge drüber macht. Und ich habe schon überlegt, wir könnten mal so ein Spiel draus machen, irgendwie wer findet irgendwie die teuerste oder die günstigste Verbindung oder ich habe da verschiedene Nachtprogrammideen schon für. Naja, wir haben jetzt erst 49-Euro-Ticket, oder? Genau, ja. Bis London. Nochmal zum Thema internationale Bahnverbindungen und auch wieder nach England, weil so wie ich das damals mitbekommen habe, wurde ja ursprünglich der Velaro D, also Baureihe 407, unter anderem auch angeschafft, damit sie von Deutschland aus direkt nach England fahren kann. Was allerdings im Endeffekt nie passiert ist.
Und vielleicht hast du da ein bisschen mehr Einblicke als ich, woran genau das liegt. Weil, so wie ich das mitbekommen habe, der Velaro-D erfüllt alle Sicherheitsvorbestimmungen für den Eurotunnel. Die neuen Eurostar-Züge, die es gibt, die sind im Endeffekt ja auch Velaros. So wie ich das mitbekommen habe, liegt das eigentlich nur daran, dass die Engländer aus unverständlichen Gründen nicht nach Schengen wollen und zweitens daran, dass die Franzosen das Monopol auf den Eurotunnel aufrechterhalten wollen. Also stimmt das so, wie ich das mitbekommen habe, oder gibt es da noch andere Gründe? Also zum Detail kann ich nichts sagen. Du hast ja schon alles erwähnt. Also die E120, der neue Eurostar, der durch den Tunnel fährt, ist ein Velaro. Ja, das ist natürlich nicht exakt der gleiche Velaro wie der IC3 Neo. Die sind ja alle im Detail unterschiedlich. Das heißt, ich muss auch die Zulassung machen und alles. Ich glaube, es möchte auch niemand in Köln Hauptbahnhof irgendwie eine Grenzkontrolle einbauen. Also wer mal diesen Zug genommen hat und also wenn man sich überlegt, was ist das Nervige am Flugverkehr, neben den Umweltfolgen, ist dieses mit, man muss 2 Stunden vorher am Flughafen sein, man muss durch die Sicherheitskontrolle, man wartet ewig am Gate. Das kann man auch im Zugverkehr haben. Man muss nur mit dem Zug nach London fahren, weil dann hat man genau das. Man ist 2 Stunden, man soll 90 Minuten vorher in Brüssel Midi in dieses Eurostar-Gate rein. Man muss durch eine Pseudosicherheitskontrolle und dann sitzt man in einem Raum ohne Fenster und wartet bis 10 Minuten vor Absage des Zuges und dann werden alle 900 Passagiere, dürfen dann zum Zug laufen, über 2 Rolltreppen. Also finde ich eigentlich ganz gut, dass wir das nicht in Köln haben zum Beispiel oder wo auch immer. Ja. Natürlich wäre es schöner, aber im Kern ist das wahrscheinlich auch eine Abwägung. Also ich meine, wahrscheinlich wird man es schon hinkriegen, man wird da irgendwie verhandeln können, aber der Aufwand, das zu machen, ist wahrscheinlich dann auch nicht wert. Also ganz vieles ist dann auch irgendwo, muss man gucken, auf was fokussiert man sich. Und wahrscheinlich ist jetzt der Bedarf an sowas nicht so hoch. Thales oder auch, man kann ja mit dem IC bis Brüssel fahren, dann umsteigen oder nach Paris und dann umsteigen. Ja gut, in Paris muss man den Bahnhof wechseln, aber der Antrieb ist wahrscheinlich nicht so hoch, das zu machen. Hast du was zur DAK, insbesondere zum Einfluss auf grenzüberschreitende Personenwagen zu sagen? Also die digitale automatische Kupplung, DRK, ist ja ein Cargo-Projekt, wo es geht da tatsächlich um Güterwagen und das hat sehr viele Faktoren. Ich weiß nicht, inwieweit das mit Personenwagen irgendwas hat, weil du brauchst es ja im Einzelwagenverkehr. Also im Güterverkehr hat man entweder Ganzzüge, das heißt, die werden einmal zusammengehängt und dann fahren sie halt bis zum Ziel und werden wieder auseinandergenommen. Oder was die DB Cargo eigentlich in Deutschland als einzige machen können, ist Einzelwagenverkehr. Das heißt, ich habe Einzelwagen, die werden in einen großen Rangierbahnhof reingeschoben, rollen über einen Ablaufberg und werden zu 9 Zügen in eine bestimmte Richtung oder zu einem bestimmten Ziel zusammengestellt. Für den Einzelwagenverkehr brauche ich eben sowas wie eine digitale automatische Kupplung, weil ich dann halt tatsächlich automatisiert kuppeln kann. Ich brauche das auch, weil die erfüllt neben diesem automatischen Kuppeln, was im Namen ja schon drinsteckt, erfüllt die auch zum Beispiel das Thema Train Integrity Monitoring. Wenn ich automatisches Zugfahren machen möchte, also wenn ich sozusagen das, was heute schon öfter erwähnt wurde, sowas wie Moving Block machen möchte, also dass der Zug sich selbst seinen Sicherheitsabstand definiert und dass hinter ihm keiner fährt, dann ist ja eine ganz wichtige Frage, die ich beantworten muss, ist mein Zug noch ganz? Das nennt man Train Integrity Monitoring. Und bei einem Güterwagen ist momentan so, das Train Integrity Monitoring sind die Zugendtafeln, die hinten dranhängen und irgendein Fahrdienstleiter an der Fahrdienstleine, die aus dem Fenster gucken muss und gucken, ob die noch dranhängen. Weil wenn sie hinten nicht dranhängen, dann fehlt ein Wagen. So. Das liegt daran, dass die momentane Kupplung von Güterzügen ist im Prinzip halt mechanisch. Also da wird eine Druckluftleitung von mir so angeschlossen, aber das ist nicht sicher. Wenn euch das interessiert, zufällig hat ein Unicorn letztes Jahr auf der Frostcon dazu auch einen Vortrag gehalten. Da habe ich das mal nebenbei erwähnt, dass es halt Situationen gab, in denen das fehlgeschlagen ist und die dazu geführt haben, dass man halt das nicht als ausreichend für die Zugüberwachung ansieht und deswegen erfüllt die DAK da, also die digitale automatische Kupplung soll das, zu viel ich weiß, erfüllen. Und soll halt auch das Thema Personalbedarf erfüllen, weil das Rangieren und Kuppeln ist was nicht, also da muss trotzdem noch Wagenmeister müssen halt tatsächlich die, und Rangiermeister müssen halt tatsächlich diese Kupplung auch herstellen, müssen die Kupplung überprüfen. Das heißt, auch das ist wieder etwas, wo sehr personalaufwendig ist. Kosten, aber Kosten ist gar nicht mehr so der Faktor mittlerweile. Menschen haben. Das ist wirklich ein Faktor, der die Eisenbahn sozusagen das Genick brechen wird, wenn wir das nicht lösen können, weil es, selbst wenn wir unendlich Geld für die Jobs bezahlen würden, würde es irgendwann nicht die Menschen geben, die es machen können. Okay, dann jetzt hier die letzte Frage. Ich frage einfach mal ganz, ganz ketzerisch. Also RIC und RIV sind eigentlich schon alte Hüte.
Die 80er-Nummern bei den E-Loks sind auch jetzt nicht gerade seit der Eurosprinter-Familie belegt. Und ETCS bringt mir auch nicht sonderlich viel, wenn die Fahrdienstvorschriften der einzelnen Länder sich immer noch sehr stark unterscheiden, auch wenn die 408 jetzt TSI-gerecht ist. Wie viel hat sich denn wirklich eigentlich in den letzten Jahren getan? Es wurde sehr viel Geld ausgegeben. Natürlich, um tolle Lösungen zu finden. Die kommen auch bald. Okay, dann sind wir mal neugierig, glaube ich. Vielleicht Platz für einen weiteren Talk von Unicorn. Aber erstmal nochmal danke für den heutigen Talk.